So, wieder da. Hallo Bogenprinz, einen wunderschönen guten Tag. So, wartet. Ich gieße mir schnell noch neues Wasser ein, damit ich nicht vergesse, genügend zu trinken. Hoch schon, mein Ofen ist doch gar nicht warm. Ja, du kannst doch dann immer mal kurz verschwinden. Du schaffst das, Arthur, bin ich mir sicher. Hol dir einen Kaffee, Lina, das machst du richtig. Ach, habe ich schwarze Steinbrötchen. Nein, nein, stell dir eine Uhr. Stell dir einen Wecker. Dann vergisst du das nicht. Schon ein paar Mal geschafft. Deswegen stelle ich mir immer, wenn ich was im Ofen habe, stelle ich mir immer einen Wecker. Weil ich auch so bin. Ich würde das vergessen. Oh, wie schön das gerade aussieht. Guck doch mal, wie schön das gerade aussieht. Da. Ah. Träumchen. So, was haben wir denn hier? Bestimmt wieder eine riesige Festung, oder? Na genau. Welche Grafikeinstellung hast du? Ultra. Alles, was geht. Alles, was machbar ist. Max Settings. As always. Bewegung! Jetzt geht er weg. Mal den Löwen freilassen. Bisschen Action. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Wo kam das denn her? Zählt der Todessprung eigentlich auch für das Pferd? Nee. Das Pferd zermatscht im Zweifel. Also ich habe es schon einmal geschafft, dann war es despawned. Aber das kommt dann wieder. Also es ist jetzt nicht so fatal. Man kann das dann irgendwann wieder... Ruhe. So, die haben da immer noch Spaß mit dem Löwen. Der räumt gut auf. Das macht er ganz fein. Oh, schade. Jetzt haben sie ihn kaputt gemacht. Kann man eigentlich auch Schilder und Waffen aufheben? Schilde gehen leider nicht. Schilde kann man nicht benutzen. Aber was meinst du mit Waffen aufheben? Wollen alle das Kätzchen streicheln? Ja. Wollen sie. Ach, die Waffen und Schilde, die da rumliegen, wenn sie sterben.
melden. Herr, ihr macht das alles mit Argusaugen. Keine Chance. Halt, Pampe. Na, das ging doch ganz einfach. Leute, stellen Sie mal als Waffen fallen. Nie gesehen, dass man die aufheben kann. Nee, es ist tatsächlich so, dass du, wenn die Loot haben, den... Also ich loote ziemlich automatisch, solange ich die per Attentat skille. Kille. Nicht skille. Dann loote ich automatisch. Das ist ein Skill, den man als Attentäter hat. Oder zumindest benutzen kann. Und solange ich die... Also ansonsten haben die Loot und dann musst du das halt so looten, wie ich hier das mit den ganzen Säckeln aufmache. Aber so, wenn die jetzt hier zum Beispiel so ein Schild fallen lassen, dann kannst du das nicht aufheben. Das kannst du nicht mitnehmen. Das ist nicht wie bei Kingdom Come. Weil du ja Schilder auch sowieso nicht benutzen kannst. Das kommt ja auch noch dazu. So, das hier hätten wir also abgeschlossen. Oh, da haben wir wieder was zum, bestimmt wieder was zum Tauchen. Oh, das finde ich gut. Vielleicht finden wir eine Galionsfigur. Eine Galionsfigur wäre doch mal was. Wenn wir den Minotaurus noch schaffen, das wäre ja schon irgendwie ein bisschen schön. Hallo. Unbewaffneter Schlag. Ich zerreiß dich! Yeah! Was war denn das? Flonk! So, kann ich die dann looten. Und der hat jetzt nur Ziegenkäse und einen Eisenbruch. Aber mehr halt auch nicht. Einfach mal draufgelatscht. Viel Spaß im Lurk-Blätzchen. Und heiß für Galahad. Das Steak-Monster, einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte ihn nur kurz zart wecken. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist schief gelaufen. Ob ich so weit schwimmen kann? Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das geht. Im Zweifel kommt gleich ein Hai und tötet mich. Apropos Hai. Stand wohl nicht auf Füße. Nee, ich glaube nicht. David, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye-bye. Wie sieht es denn eigentlich aus, leveltechnisch? Wo sind wir denn? Na, 4 fehlt ja nicht mehr. Guck mal, 4 fehlt nicht mehr zu 40. Wir schaffen das noch. Wir sehen heute noch den Minotaurus. Dankeschön, David. Servus, Ingo. Moin. Fällt sicher mit einem Schlag auf die Knie und weint. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das glaube ich wirklich diesmal ganz und gar nicht. Was denn wirklich der Minotaurus ist? Ja, das wissen wir ja auch noch nicht, aber denkbar ist es. Nur ein Hai? Wirklich? Einer? Nicht zwei, nicht drei, nicht plötzlich mehr? Nein? Okay.
oberer Hüftriemen und ein Brot. Ich freue mich. Ein Brot. Ein Hai reicht doch, Haupe. Ja, das stimmt. Athena Schuk. Sonst nichts, ist aber jetzt schon ein bisschen deprimierend. Oh Mensch, was ist denn los heute mit deiner Leitung, Wolf? Das geht ja mal gar nicht. Spielt die Leitung heute irgendwie nicht so richtig mit bei dir, hä? Nein, möchte ich natürlich nicht, Athanasius. Aber seit wir wissen, dass man die an der Wasseroberfläche mit Bogen wegmachen kann, sind die ja sowieso nicht mehr so eine große Bedrohung. Ha! 10 Minuten, da gibt's endlich Nahrung. Sehr gut. Hast du dir einen Wecker gestellt? Ich hoffe doch. Anzu. Nicht vergessen. Natürlich auch richtig schön viel Ressourcen jetzt, was wir hier veranstalten. Das ist ziemlich cool. Das kann weg. Tina Schuhe können auch weg. Ah, mach ich gleich. Los, los, jetzt machen, los. Eben mit meinem Anbieter telefoniert. Modem macht wohl schlapp. Seit meinem Umzug 2014. Ist auch gerade bei, die ganzen alten Geräte umzutauschen. Die schicken mir eins zu und ich krieg eine Gutschrift, weil meine Leitung dadurch dünner wird. Sehr gut, na immerhin. Na immerhin, das ist doch aber schon mal eine ganz gute Nachricht, oder? So grundsätzlich. Rache wird kalt serviert. Wir würden hier natürlich auch noch ein paar Quests machen. Ich meine, wir werden dann mit Sarah eh noch die ganzen Quests machen. Der Haifisch, der hat Sehne, die würde ich gerne machen. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Baron, einen wunderschönen guten Tag, hallo. So. Gucken wir doch mal, was das für eine Quest ist. Die bringt dann bestimmt genügend Erfahrung, damit wir das Level up voll haben. Fupp. Der neue Raupensong, nun auf iTunes und Amazon. Durchaus, Raupe, durchaus. Nee, das ist, der ist nicht von mir, Azu. Der ist aus einem Theater. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem. Lautstärke auch, Trainer Franke und Raupengesang, ruhig mit dir. Und Spotify. Ich biete dir ein gutes Geschäft an, wenn du daran interessiert bist. Wo du Drachmen verdienst und ich Drachmen verdiene, diese Art Partnerschaft? Ganz genau. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. An was genau hast du gedacht? Ich mache Bögen aus seltenen Materialien. Ich wurde beauftragt, einen aus hochwertigen Fangzähnen zu fertigen. Je einer von einem Luchs, einer Löwin und einem Hai. Ich könnte dir auch einen fertigen, wenn du mir hilfst. Rammstein haben auch so einen ähnlichen Song, dann haben sie das gecovert, Moschmatze. Bertolt Brecht. Ach, die Drei-Groschen-Oper, natürlich, dankeschön. Die Ballade von Maggie Messe. Genau, das ist es, Athanasius. Genau das. Und die Rauche, die Erzähne, wenn es um Blut geht. Wusstest du, dass du, wenn du das Set voll hast, die Set-Eigenschaft auf einen Gegenstand übertragen kannst? Somit wären lila Items besser, da sie 3 Eigenschaften haben und nicht nur 2 wie legendär. Der Blackjack. Ich besorg dir die Zähne, das wenn du mir sagst, ich habe ja noch kein Set voll.
Aber Haie haben keine Fangzähne. Das ist Wortklauberei. Fangzahnbogen klingt einfach besser. Nun, du hattest noch Fragen? Wenn du einen Luchszahn willst, sag mir, wo einer lebt. Natürlich. Luchse leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Hm, ich weiß. Eine Löwin auf Kreta. Wie der Zufall es will, wird eine für einen reichen Mann auf der Straße von Phaistos zur Stadt Gortin transportiert. Wo finde ich in dieser Gegend Haie? Vielleicht hast du schon mal vom Ozean gehört? Die Oktopusbucht. In der Oktopusbucht, da wimmelt es von den Viechern. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldnerin. Okay, also, Löwe haben wir schon, Luchsfangzahn und Haifangzahn brauchen wir noch. Lux hat er gesagt, Zeus Kinderstube. Nehmen wir hier so hin. Vielleicht finden wir auch direkt am Gipfel welche. Oh, hi Atras. Kriegt man eine E-Mail von irgendeinem Service, dass irgendein Quatsch gekündigt wird? Das ist so eine komische Seite. Wurde ich gehackt? Wurde meine E-Mail verwendet? Passwort zurücksetzen, anmelden? Oh ja. Ich glaube, ich habe da einmal vor x Jahren eingekauft. So viel Stress für nix. Tja, nun. Ja, ich weiß, Stardust. Poseidons Dreizack ist das wohl. Den habe ich aber, glaube ich, noch nicht. Komm. Wenn ich mich nicht täusche. Was ist da passiert? Eine Quest nach der anderen. Nicht alles auf einmal. Ich kriege hier noch einen Krampf. Reas Höhle. Okay, das ist aber kein Lux. Reas Höhle ist kein Lux. Eine legendäre Galionsfigur. Glückwunsch, Onkel. Blühschlumpf. Herzlichen. Nicht gesagt, hier leben welche. Ist ja besonders hübsch. Ja. Besonders hübsch. Ich sehe nirgendwo Luchse. Oh, da. Gefunden. Wow. Wow. Alright. Das ist aber schon ein Stück weg. Das ist ja gar nicht hier. Aber sie ist hässlich. Verflucht. Ja, da ist der ein oder andere Lux, würde ich auch meinen. Sherlock Stalker, danke dir für den Follow. Nix.
Jetzt fangt sie an. Los geht's. Cool, Tivers, danke für den Follow. Wow. 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 Wollen wir mal. Ich kann, wieso kann ich denn die Fähigkeiten gerade nicht benutzen? Was ist denn da los? Heilige Scheiße. Viele, viele Mieterkatzen. Guck dir das an! Heiliger... Oh, Tönef! Zum Glück ignorieren sie das Pferd. Ja, Gott sei Dank. Raupe, was ist denn bei dir los? Naja, ich habe gerade ein paar Katzen gefunden. So, dann nackst Hallöchen. Ein Königreich weiter hat Granate. Lederproblem geratet einer Lösung. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war gerade nicht wenig, du. Holy moly. Anzeige ist raus. Was? Ganze Luchspopulation ausgelöscht hier. Meine Güte, die armen Mietis. Ja, nun, wie das halt so ist, ne? Kannst du machen, nix. So, hier vorne in der Oktopusbucht müssten wir doch ein paar Haie finden können, oder? Ja, wir können ja auch einfach hier runterlaufen, ist jetzt nicht so weit. Kobas, komm mal her. Yay, meine Brötchen nicht vergessen, sehr gut, Arzt. Her! Wäre ein Wildschwein gewesen oder Hühner. Oh Gott, bei Hühnern wäre es das Ende gewesen. Das wäre das Ende gewesen. Jetzt so eine Horde Haie dran. Oh, 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 halt, halt, halt! Komm schon. Das stimmt mit dir nicht, Pferd. So, jetzt kannst du von mir aus wieder hier runter. Dass auch so viele Haie sind wie Luchse. Tod! Hühner wären schlimmer. Hühner wären viel, viel schlimmer.
3 Haie. Reicht. Ella. Seit ich Zelda gespielt habe, habe ich Angst vor Hühnern. Das ist hier ähnlich. Die Angst sollte man nie ablegen. Tausend Hühner für Raupe. Nein, Mann. Okay. Haifangzahn haben wir auch. Sehr nice. Wahrscheinlich ist der Gaul ein Vorfahr vom Frick. Maiko, danke für den Follow. Dankeschön. Mach den Browser auf und Raupe ist da. Schön. Hi, Isaros. Hattest du einen schönen Mittwoch? Geht es dir gut? Was zur Hölle? Ach so, das brauche ich da jetzt nicht reiten. Das ist doch Quatsch. Zeitverschwendung. So, damit kriegen wir doch jetzt bestimmt Level ab, oder? Ich hoffe doch, und dann können wir endlich den Minotaurus besuchen gehen. Sah witzig aus. Wie sie da so hing. Für einen kurzen Moment. Erfreulich kurzen Arbeitstag. Morgen ist Feiertag. Also ja, war gut bisher. Siehst du, wir haben heute Feiertag. Deswegen bin ich auch schon da. Söldnerin, ich wurde beauftragt, einen Bogen aus jeweils einem... Ja, das weiß ich doch. Ich habe die Zähne. Wenn du bereit bist, einen angemessenen Preis zu zahlen. Natürlich. Ich kenne den Wert guter Zähne. Wäre ein eigener Bogen aus Fangzähnen ein angemessener Preis? Er hätte wirklich Biss. Gut. Ein Bogen, der Artemis würdig wäre. Was? Massakerbogen des Ares? Level 40! Ja, Mann! Oh, das hat jetzt aber auch lang genug gedauert. So, was könnten wir denn noch gebrauchen? Danke, Adigov. Voll gelohnt, aber hallo. Viper, einen wunderschönen guten Tag. Wir nehmen mal die Höchstleistungsangriffe von dem Kriegerbaum mit. Wir nehmen die mal mit. Was drücke R, um anzugreifen? R. Das muss ich mir jetzt auch noch merken. Schildbrecher? Brauche ich gar nicht so sehr tatsächlich. Ich komme so ganz gut klar. Das ist für ein absolut nutzloser Bogen. So ein Scheiß, du. Fasst man's denn? Er wartet schon. Begib dich zum Labyrinth. Nee, musst nicht merken. Okay, steht es dann immer da? Oder wie? Werde ich sehen, oder? Merke ich ja. Dann mal auch zum Labyrinth. Endlich. Wenn es geht, steht es an der Leiste unten. Ah. Alright. Nach F5 nochmal guten Tag. Hallöchen. Gerade gesehen, dass es in Graveyard jetzt Zombies gibt. Ja. Die haben ein dickes Update rausgehauen. Das will ich mir auch irgendwann mal noch angucken. Müssen wir mal schauen, wann wir das
wenn wir das mal dazwischen quetschen können, quasi. Das würde ich mir auch gern ansehen. Big Bass, danke für den Follow. Sehr freundlich, mag dich. Dankeschön. Herzlich willkommen. Mach's dir hier gern gemütlich. So, wo ging's denn jetzt hier rein? Da tatsächlich ein Minotaurus laut. Ja, das werden wir sehen. Wir lassen uns überraschen. Raslin, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bye-bye. Kein Loot oder XP droppt das Raubbeutel. Ja. Das ist wahr. Hast du Loot, ist dein Leben in Gefahr. Das Gegenprogramm, ganz witzig. Nee, Also erstens, Punkt Nummer eins, Horrorspiele sind überhaupt nicht mein Ding, Athanasius. So gar nicht. Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Weißt du? Und also eigentlich hatten wir vor einigen Wochen so die Idee, man macht heute irgendwie Widget und so, ne? So ein paar Community-Sachen vielleicht. Aber ich war so platt heute Morgen, so ausgelaugt und fertig, dass ich mir wirklich einfach dachte, nee, du machst heute ganz entspannt Assassin's Creed an, machst da ein bisschen Progress und gut ist. Ich mache auch heute nicht so lange. Also ich mache auch heute nicht bis 21 Uhr, sondern werde dann irgendwann nachher, mit danach ist Feierabend machen und ein bisschen vor mich hindüdeln. Noch ein bisschen chillen. Friedhofsblond, moin, Hallöchen. So, dann springen wir da mal runter, wa? Uiuiuiui. Nicht auf die Kante! Knappe Angelegenheit. Ob ich mal wieder Grim Fandango spiele, habe ich noch nie gespielt, Herr Keksti. Horror? Keine Clowns? Keine Puppen? Nee. Ja, der absolute, also für mich richtig, richtig schlimm war, als ich Layers of Fear gespielt habe. Im Stream irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie lange wir das gespielt haben, aber das war... Das war so schlimm. So unfassbar schlimm. So schlimm, schlimm, schlimm. So, es geht los. Das ist nicht Min. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Schnellspeicher nicht verfügbar, willst du mich verarschen? Mutti? Bei den Göttern! Scheiße, verflucht! Da ist der Faden. Wir müssen dem Faden folgen. Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wohin er führt. Scheiße, verflucht noch eins. Toll. Wie der Loot in der... im Boden. Gab es versteckt noch einen weiteren? Tja, wir werden sehen. Das ist schon relativ labyrinthisch, ja. Wir werden uns jetzt hier an dieser... gemütlich an dieser Schnur... lang hangeln.
Hier endet die Schnur. Wie, die endet hier? Was zur Hölle? Das war eine Kreatur des Zorns. Okay, da geht die Schnur weiter. Verlorener Schlüssel. Ziegenkäse in irgendeinem uralten Labyrinth. Der ist sicher noch gut. Natürlich, der hält sich. So. Damals gelitten hat, dass sie Outlast 2 spielen musste, wegen verlorener Wette. Ja, also Outlast 2 war ehrlich gesagt nicht so schlimm wie Layers of Fear. Layers of Fear war mit... Das muss nicht hier sein. Scheiße. War mit Abstand schlimmer. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. Okay. Seinem Vater können wir ihm nicht wiederbringen. Aber zumindest eine Art Familienerbstück. Hier ist keine Schnur mehr. Mutti! Ruhe, mein Loot. Okay. Kommen wir nicht lang, also wieder zurück. Hier war ich schon mal. Das ist richtig. Aber solange ich Loot sehe, folgen wir der Lootspur. Hä? Nein, Mann. Nein. Jetzt habe ich es wieder. Gerade irgendwie die Fackel weggestopft, was ich gar nicht wollte. Gut. Jetzt zurück. Wo war denn jetzt diese furchtbare Schnur? Wo ist denn jetzt die Schnur hin? Wer kommt hier oben irgendwie lang? What? Wo ist die Schnur? Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch so aus. Aber hier ist keine Schnur mehr. Also, warte mal, ich will nochmal zurück. Ich will wirklich, ich glaube nicht, dass wir hier falsch sind. Ich glaube, wir sollen dahin. Aber ich frage mich, wo die Schnur ist. Oh, gut. Schnur führt nur zu Nikias. Ach so. Okay. Na gut. Dann haben wir ja alles, alles gesehen, denke ich. Ja, zumindest alles Wichtige. Das Gebrüll einfach immer lauter wird und Raube keinen Halt macht? Na nee. Hast du den Loot hier nicht gesehen? Oh Mann. 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 Ich kann sehen. Scheiße. Das ist wirklich ein Minotaurus. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Da! Der verdammte Minotaurus! Oh Mann! Und auf
geht's. Das wollen wir nicht. Komm hier rüber. Oh, verflucht. Da hat er mich doch tatsächlich mal erwischt. Dafür. Ich sollte mehr für das Erlegen mythischer Kreaturen verlangen. Ja, das solltest du. Oh, verflucht. Ui, 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 ui. Macht ja viel Schaden. Nein! Nein, 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 aus! Böse! Böse! Aus! Böse! Verdammt! Das ist nicht. Ich hab den Minotaurus getötet. Mutter wäre stolz auf mich. Gesagt? Skill. Lack. Skill. Lack. Skill. Eigentlich war er doch ganz nett, der Kleine. Ja. Eindeutig Lack. Nein, Mann. Nein. Frechheit. Pflaumenkuchen. Oh, danke, Weib. Einigt euch auf 50-50. Wenn Lack zur Gewohnheit wird, nennt man es Skill.
Gott. Oh, guck mal, der Apfel. Apfel. Ich rufe gleich mal bei Peter an. Ich weiß nicht, ob der Minotaurus als Tier gilt. Frankster. Der Minotaurus ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Ich bin ehrlich zu ihm. Tut mir leid, Ardos. Leid? Warum? Hör zu. Du sagtest, du bringst ihn zurück. Lügnerin! Geh sofort wieder zurück und finde ihn! Ardos! Du hast es versprochen! Er ist tot, Ardos. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Nimm das als Erinnerung an ihn. Vaters Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldnerin. Ohne Pater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es gemeinsam heraus. Ardos. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldnerin. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ardos. Minotaurus Galionsfigur, Labrus des Minotaurus. Eine Errungenschaft haben wir, ein irrsinniger Sieg. Und dein Amulett. Klassische Herausforderung abgeschlossen. Und deine Ringsammlung. Und ordentlich Erfahrung. Also. Nice one. Also Daoks, nein, das war natürlich nicht nur der. Bei den Göttern. Du kannst nicht immer zu stehlen, Ardos. Aber ich der kam bei dir so nicht, den hast du und rund gemacht. Du hattest die falsche Rüstung an, ich hab sie ja nicht gebraucht. Du hast mich jahrelang ignoriert. Also doch, etwas mehr Loot, natürlich. Du hast recht. Wir kommen zurück, nur nicht als die, die sie waren. Nun. Schwere Klinge, legendär. Minus ein Adrenalinkosten für Höchstleistungsfähigkeit. Guck dir das Teil an, du. Ich muss mir ganz kurz. Ganz genau. Boah. Ganz zu schweigen. Was? Das hat schon was. Du hast doch nichts von der Selbstverständlichkeit. Bei dir sitzt der Junge weint am Feuer. Na toll, Onkel. Na toll. So. Sehr, sehr nice Quest. Schatz des Minotaurus. Diese Kugel gehört dem Minotaurus. Sie pulsiert vor Energie. Die kommt uns doch sehr bekannt vor, oder? Was nur ehrlich. Ja, ja, ja. Ich habe ihm auch gesagt, dass der Vater tot ist. Und? Galionsfigur ist sowas, was Onkel lange gesucht hat. Na, deswegen hat er sie vermutlich. Das ist vermutlich die Galionsfigur, die er gefunden hat. Minotaurus Galionsfigur. Da ist sie. Die hätte ruhig ein bisschen größer gekonnt, oder? Also im Vergleich gegen die anderen kackt die schon ein bisschen ab. Aber es ist halt eine legendäre. So. Bitte töte ganz viele Tiere mit dieser Waffe. Nein, Robengo. Aber das war insgesamt eine sehr gelungene Quest. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir richtig gut gefallen jetzt. Holy moly. Crowchest, hallöchen, hi. Hi, Stasen, meine. Ich habe eine Figur mehr als Robbe. Ach, sei ruhig. Psst. Ich kann nicht hören.
selber spielen, als Ablenkung bis Fallout erscheint, sollte das Spiel reichen. Ja, wird es. Reichen. Zu Schaden kommt Feels Badman. Feels very Badman. Ach, das ist eins der Artefakte. Es ist eins der Artefakte. Können wir das schon nach Atlantis bringen? Ich will mal gucken, ob wir das schon nach Atlantis bringen können. Dass es ein Artefakt war doch schon klar. Das hat dich schon wieder vergessen, verdrängt. Die Nacht ist für die Jagd gemacht. Weißt du wie? Wie immer halt. Ja, nichts Neues. Wenn die Scheibe für die Tür brauchte, das stimmt ja. Den Nacki vergessen. War nur einsam und wollte Freunde. Ich bevorzuge Stille. Entschuldigung. Hast du noch mehr Fragen? Ich hab schon. Okay. Ich kann gehen. Erst mit allen Artefakten ja, zurück, es gibt oder? Viel zu tun. Ich muss das Artefakt finden, das hier passt. Ja, in irgendeins muss ja mein Artefakt passen. Darin. Schnell. Das Artefakt wird uns helfen, den Tempel zu verschließen. Du bist fast so stur wie sein früherer Besitzer. Artefakt Nummer 1. Boah! Zeitsynchronisierung läuft. Jetzt ergreife ich das Wort. Ich übernehme deine Aufnahmen. Die Menschheit hat genug von deinen Hochkram. Oh. Nein! Ich halt immer die Leertaste drücke aus Versehen, echt. Nennt mich Alitia. Ich bin die Wahrheit und ihre Offenbarung. Ich rufe euch an. Ihr Isu, die ihr die Gesetze des Universums umschreiben wollt. Ihr, die ihr den Fortschritt der Menschen manipuliert. Was wollt ihr erreichen? Ihr behandelt Menschen wie hilfreiche Affen. Wie viele Artefakte habt ihr erschaffen, um ihren Verstand zu kontrollieren? Fürchtet ihr sie so sehr? Seht nur, was die Menschen allein erreicht haben. Demokratie, Diplomatie, ein kulturelles und künstlerisches Erbe. Wir könnten ein Teil davon sein, würdet ihr sie nur wie Gleiche behandeln. Bei eurer verzweifelten Suche nach Unsterblichkeit habt ihr das Offensichtliche übersehen. Ihr führt zahllose Simulationen durch, um die eine zu finden, in der sich nichts ändert. Es ist sinnlos. Etwas ändern. Und ich meine nicht nur euer gefürchtetes Ende der Welt. Ihr haltet euch für Retter. Doch sagt mir, wäre es überhaupt zu diesem Untergang gekommen, hättet ihr nicht mit dem Gefüge des Universums gespielt? Ich übernehme eure Neuübertragungen. Ihr sprecht nicht mehr für uns alle. Ich bin eine ISO genau wie ihr und werde nicht länger Teil eurer Ausbeutung sein. Jene, die vor uns kamen. Sie sprachen zu uns und öffneten unsere Augen. Doch diese Worte der Missbilligung sorgen mich. Die Götter stritten schon zuvor. Athene und Poseidon rangen um Athen. Ich frage mich, ob Alithia diesen Ort nun kontrolliert. Artefakt Nummer 1. Warum da Australien zu sehen ist? Ich denke mal, am Ende wird der Globus vollständig sein. Wenn du alle Artefakte hast. Auf der Pyramide die anderen Symbole der Artefakte sehen.
Ja. Komme ich noch nicht hoch. Man kann es erahnen, vielleicht. Aus der Distanz. Die Griechen haben doch... Oh, Athanasius, das ist doch überhaupt nicht die Lore. Das ist doch überhaupt nicht die Lore von Assassin's Creed. Die hat überhaupt nichts mit Griechenland zu tun. Das ist ein Zusatz. Dieses ganzes Rumgegümpel in irgendwelchen Geschichten, also in irgendwelchen... in der Antike oder bei Origins halt in Ägypten zur Pharaonenzeit und so. Das ist doch alles nur Mittel zum Zweck. Das ist, läuft eigentlich alles neben der Main-Story-Questline ab. Das wird die Medusa sein, so wie das aussieht. Da haben wir ein Auge. Einen ist der Minotaurus und das andere konnte ich nicht so richtig sehen. Die super tollen Alien-Vorfahren wussten es halt. Fertig. Naja, die super tollen Alien-Vorfahren, das sind nicht unbedingt Aliens, sondern das sind halt die Isu und die vermuten ja, dass diese ganzen Götter, die die Griechen zum Beispiel hatten, auf die Isu zurückgehen. Habe ich den Mino verpasst? Ja, hast du, Koban. Hast du. So. Das war legendär. Atoro, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Genau, die Karte wurde von den Isu gemacht, nicht von den Griechen. So. Wir haben also das erste Artefakt zurückgebracht. Jetzt. Wir könnten nach Biotien reisen. Ich würde erstmal nach Sparta reisen wollen. Nachdem sie die Position ihrer Mutter auf Naxos gesichert und erfahren hatte, wo sich ihr wahrer Vater befand, segelte Cassandra nach Lakonien, um sich ihrer spartanischen Vergangenheit zu stellen. Das würde ich jetzt gerne machen. Dazu porten wir uns hier hin und werden hier außen rundherum segeln. Ich habe den voll den Popo versohlt, aber hallo. Die Winterstiefel angezogen. Aha. Nein. Du sollst mir bitte gar nichts spoilern, Atoro. Die Hörner weggesäbelt. Gnadenlos. Psst. Muss ich mal den Anfang anschauen, um die Lore zu erfahren. Naja, du müsstest eigentlich... Das Problem ist, um die Lore zu verstehen, müsste man mit Assassin's Creed 1 anfangen. Um das zu verstehen, müsste man mit der 1 anfangen. Eigentlich, ja, sind wir hier jemand... einer der Nachfahren quasi der Assassinen, der in der modernen Zeit gerade in einem sogenannten Animus liegt. In diesem Animus können die sich in Charaktere hineinversetzen in den verschiedenen Zeitzonen. So. Und die suchen halt immer nach den Artefakten der Innu oder nach irgendwelchen, ne? Darum geht es eigentlich. Aber das ist auch eine gute Idee, den Film gucken. Den Film gucken könnte helfen. Ansonsten denkt man halt immer, dass das Spiel in dieser Zeit spielt. Das spielt es aber eigentlich gar nicht. Genau, wir spielen ein Spiel, wo wir jemanden spielen, der ein VR-Spiel spielt. So in die Richtung. Gute Zusammenfassung, sind die wichtigen Sequenzen zusammengeschnitten. Das geht auch, ja, das kann man auch. Das ist halt nur wichtig, weil ansonsten natürlich solche Sachen wie das hier
Ja, das hier macht doch sonst überhaupt keinen Sinn. Was soll denn das sein? Wieso sollte sie dieses Sonar haben, ja? Das sind alles halt solche Sachen, die dann viel mehr Sinn ergeben, wenn man das weiß. Die ganzen normalen Sonarrülpser, genau. Na genau. Mein Spoiler frisst auch kleine Kinder, die sind so zart. Alle Seeleute an Bord! Dein Spoiler finde ich gar nicht. Du wirst nie glauben, was in Messhalter passiert ist. Naja, das wirst du vermutlich doch. Ich bin ganz bei dir. Ich habe das legendäre Labyrinth bei Knossos gefunden. Hast du es betreten? Ich erschlug den Minotauros. Was für eine Geschichte. Geschichte? Wir reden hier über die Götter, Herodotos! Sag mir, wie hat die Bestie ausgesehen? War sie so furchtbar, wie die Legenden sagen? Oh ja. Und gestunken hat er auch. Wie könnte irgendjemand glauben, dass... Ich riss ihm eins seiner Hörner aus. Du bist eine legendäre Heldin! Und dieses Artefakt scheint über spezielle Kräfte zu verfügen. Das darf der Kult nicht in die Hände bekommen. Aus Just Cause? Was denn? Pression? Cutscenes mit Gegenwart oder Zukunftsequipment? Ja genau, Athanasio. Ich muss jetzt meinen Platz verlagern, vom Erdgeschoss zurück in meine Wohnung, um den Halloween-Kindern zu entgehen. Bis gleich. Bis gleich, Marv. Genau, aus dem Horn kann ich ein Wasser trinken. Oder Met. Oder so. Ja, das können wir mitnehmen, aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen noch ausweichen, oder? Genau, wir müssen nämlich hier links vorbei. Wobei wir ja auch am Rand lang segeln könnten für gegebenenfalls noch Wracks oder so. Von Dingern und einen Wurfhaken. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das nach Griechenland passen würde. Was ich in Odyssee wirklich vermisse, was eigentlich dazugehört hätte, weil sie ist eine Spartiatin, ist ein Schild. Das ist tatsächlich was, nicht, dass ich jetzt hätte unbedingt ein Schild spielen wollen, aber das fehlt halt. Also ich finde für... Da fehlt irgendwie was. Natürlich. Ich wollte gar nicht mehr schießen eigentlich. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Was ist denn hier? Ja, pausieren. Bob Kirby, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 8 Monate. Joho, auf ins Gefecht. Danke für 8 Monate im Kokon. Viel Spaß mit deinem eigenen wundervoll flauschigen Marmorfliesenbad mit Direktanschluss an die Gummizelle. Ich hoffe, dass du immer noch ab und an bewaffnet mit einem nassen Handtuch in der Gruppendusche vorbeischaust. Dankeschön, Kirby. Schild passt aber nicht wirklich zu Assassinen. Ja, aber es ist keine Assassine, Corbando. Das ist halt das. Ja? Eine Doppelstreitaxt passt jetzt auch nicht unbedingt zu Assassinen. Aber tatsächlich spielen wir ja hier mal keinen Assassinen.
Von dem her wäre das schon völlig in Ordnung gewesen. Sondern wir spielen eben jemanden, der die ein VR-Spiel spielt. Ja, das wollte ich jetzt damit nicht zum Ausdruck bringen, sondern in den vorherigen Assassin-Spielteilen haben wir ja wirklich immer einen Assassinen in der Vergangenheit gespielt, ne? Da ging es ja immer, also man war ja fast immer, außer hier mal gegebenenfalls hier irgendwelche Templer. Aber man war ja eigentlich immer ein Assassine. Das ist man hier ja nicht. Die Assassinen gibt es hier noch nicht. Diesen Zusammenschluss. Und von dem her wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Hatten sie noch Schilder? Komisch, dass sie es aus Balancegründen bei Odyssey rausgenommen haben. Ja eben, das finde ich halt auch komisch. Ich habe hier... Geil, eine Dusche. In der Gruppendusche ist es kuscheliger, das stimmt, ja. Oh, Pflaumenkuchen made bei Mutti. Boah. Hallo? Ich würde gerne... Danke. Los geht's! Ach, verflucht, der hat sich wirklich noch verarscht. Verarscht mich doch nicht. Zu weit kommen wir nicht. Hier halt echt ein Problem werden. Okay.
Bitte, wir brauchen ein Minispiel für die Gruppendusche. Okay. Hi, Old German Hero. Warte, ich will den Loot noch. Na, nicht untergehen, ich brauche den Loot noch. Danke. Sehr freundlich, vielen lieben Dank. Au. Ja, natürlich sollen wir es bergen. Da drüben haben wir immer noch den Elite-Gegner. Den würde ich natürlich auch gerne noch wegnatzen. Aber wenn wir näher kommen, wird es gefährlich. Voll merkwürdig. Sehr schöner Abschluss. Ein sehr schöner Abschluss. Kriegsschwer. Nein! Boah. Manchmal. Ja. Muss ich echt ziemlich beeilen. Da noch den Loot von dem einen Schiff, was wir nicht mehr geschafft hatte zu looten. Ja, also das ist manchmal aber echt verdammt knapp, du. Du glaubst gar nicht, wie knapp das ab und an ist. Muss man das Gift eigentlich in der Leiste haben? Nee, muss es nicht, Joachim. Ich müsste es gerade nicht mehr in der Leiste haben, aber ich habe eigentlich nichts anderes, was ich da jetzt hinlegen könnte. Ich könnte mir jetzt halt noch eine Fähigkeit suchen, die ich da hinlegen könnte. Ah, mir fällt gerade was ein. Warte mal, ist das die Leiste? Ja, dann könnte ich nämlich Verschwinden da hinlegen auf die zwei. Genau, das habe ich nämlich eigentlich nur auf der anderen. Und das hier bräuchte ich hier gar nicht mehr. Das bräuchte ich da gar nicht mehr. Dann könnte ich Verschwinden auch hier auf die 2 zuweisen.
und den Spartiatentritt auf die 3, dann habe ich das so wie auf der anderen Leiste, nur dass die 1 eben der Unterschied ist. Genau. Und wenn ich mal irgendwann noch was anderes skille, dann habe ich ja noch Platz. Das passt gut. Shaikan, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich entfesse seinen Zorn! Moin, Gamekiller. Hallöchen. Segel hoch! Langsam. Ja. Sieht aus wie auf der Karte, glaube ich. Angeblicher Fundort der Feder, das, okay. Die Feder haben wir zwar schon, aber was soll's. Wenn das hier offensichtlich eine der Schatzkarten ist, machen wir das doch einfach mal mit. Wenn wir einmal hier sind. Wieso nicht? Da ist noch ein Hai. Hi, hi. Ah, Teddy Tobi, danke für den Follow. Geld. Uns bringt Leder. Ist auch nicht schadet. Oh, warte mal. Den sollte ich noch wegmachen, bevor ich die Kisten loote. Seh nicht. Och, komm schon. Na also. Ach, weil der unten drunter war. Ah. Sehr gut. Was ist denn hier noch? Ach, hier ist noch irgendwo ein Schatz. Wo denn? Wo ist denn hier noch einer? Hallo? Hallo? Da! Ist aber weit weg. Das ist ja auch sehr weit weg. Gab's zu der Zeit real überhaupt Unterwäsche? Ich denke, das ist tatsächlich aus Gameplay-Gründen reingekommen. Ja. Beziehungsweise aus Alterseinstufungsgründen. Verdammt. Das ist ein Lendenschurz, ja. So enttäuscht, dass ich es nicht mehr betrachtet habe. Sieht die doch total toll aus. Big Biss tatsächlich war Syndicate nicht toll. Was war denn das andere, was auch nicht so toll war? Wie hieß es denn? Französische Revolution. Helft mir, ich komme nicht drauf. Unity, genau, danke schön. Das war auch so ein, naja, nun. Ne? So. Und dann kam Origins. Und das war schon toll. Also Origins und Odyssey sind eigentlich relativ ähnlich.
Der Hund des Hades. Oh, schön. Na, eigentlich relativ ähnlich. So vom Stil her. Das eine halt Ägypten. Also so zur Zeit der Pharaonen und so. Das andere jetzt halt Griechenland. Odyssey. Aber Syndicate und Unity haben mir auch nicht gefallen. Hatte ich damals schon was um was aus Leinen rumgewickelt hat? Ja, natürlich. Na klar haben die das. Halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Epic Loot! Ja, Mann. Ach, weil hier doppelt Attentatsschaden drauf ist. Deswegen geht das bei dem hier runter. Bei rüstungsmäßig sind die hier natürlich deutlich besser. Rio, hallöchen. Schönen guten Tag. Außer Odyssey und den ersten Teil von Assassin's Creed gespielt, muss ich sagen, dass Odyssey wirklich klasse ist. Aber wenn dir Odyssey gefällt, müsste dir Origins eigentlich auch gefallen. Ich finde die sehr ähnlich, die zwei. Hast du noch die blaue Rüstung an? Nö. Die hatte ich nicht mal an. Beim Kampf gegen den Minotaurus hatte ich die nicht mal an. Oh, warte mal. Warte kurz. Nur mal kurz gucken, was das da ist. Ich meine, da hockt jemand. Hey. Naja, da nicht. Nicht sehr redselig. Schade, ich dachte, man findet hier jetzt irgendwas total Tolles. Nö. Oh, sorry. Entschuldige. Ich wollte dich nicht über den Haufen rennen, ich schwöre. Schade. Aber Mann bricht bestimmt jetzt sein Schweigegelübde. Nee, hat er nicht, Kraftgarn. Nimm das letzte Feuerholz mit. Ah. Der hat da doch noch von seinem kaputten Schiff genug Feuerholz. Wieso? Okay, der Hund verfolgt mich jetzt. Es gibt das erste Bild von der Witcher-Serie von Geralt. Wieder die Story um den ersten Klingenträger los. Mal schauen, wie das DLC so wird. Ja, eben. Also das ist halt auch so ein bisschen... Dann geht's ja wirklich wieder in die Assassinen-Richtung. Vogel verbringt ganze Jahreszeit woanders, aber er erkennt immer sein Nest wieder. Das ist schwer. Ich glaube, ich bin nicht gekommen. Ich weiß nicht viel. Doch ich weiß, wenn die Zeit reif ist, kehren wir immer wieder nach Hause. Und wo ist dein Zuhause? Was fürs Schiff gefunden? Ach ja. Neues Segel. Der Wellenschneider. Ach so, der Hund des Hades, genau. Das hatten wir noch gefunden. Schiffsdesign, das sehen die Schiffe halt dann einfach insgesamt anders aus. Aber hier der Wellenschneider passt doch ziemlich gut zu unserem Minotaurus-Kopf, finde ich. Ist zwar nicht Legendary, weil der schwarze Wind halt auch immer noch passt, ne? Schön schwarz. Nehmt das. Den hat Steuer verlassen!
Pass auf. Schwimmt der Hund uns eigentlich immer noch hinterher? So, wir sind in Sparta angekommen. Bruder, lang! Hab's nicht? Der Hund des Hades? Oder welches meinst du? Das ist also zu Hause, mehr oder weniger. Ach, beide nicht? Oh. Cassandra! Streng dich mal an. Cassandra! Mutti! Halt! Mein Kind, du hast es geschafft. War dir die See auch gewogen? Poseidon scheint der Einzige zu sein, der mich nicht töten will. Und? Warst du in Thera? Hast du ihn gefunden? Habe ich. Was hat er dir gesagt? Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 9 Monate im Kokon. Danke für die anhaltende Unterstützung. Du darfst dieser kleinen süßen Flauschraube gerne einen Namen geben. Und ab jetzt darfst du beim kokonianischen Lieferdienst lecker Lasagne bestellen. Danke, Stenzer. Dankeschön. Bitteschiff mit schwarzem Segel mit Stierkopf. Er sagte mir, wer ich bin und wohin ich gehen muss. Also kennst du die Wahrheit. Ich bin nicht seine Tochter. Ich bin nur eine Waffe. Das entspricht in keiner Weise der Wahrheit. Du kamst aus Liebe auf die Welt. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal gemeinsame Sparta sein würden. So sehr ich diesen Ort verflucht habe für das, was er uns antat, ist er eher meine Heimat, als es Kefalenia je war. Sparta ist unser Zuhause. Doch wir müssen den Marionettenkönig ausschalten, wenn wir Frieden finden wollen. Was ist mit unserem alten Haus passiert? Nikolaos ist geblieben, als ich ging. Aber nachdem er gegangen ist, weiß ich es nicht. Finden wir es heraus. Sehr gern. Doch zuerst möchte ich dir etwas zeigen. Strauchi, hattest du einen schönen Tag? Du musstest aber nicht arbeiten heute, oder? Und los. Nö, muss es nicht arbeiten. Also. Na los, komm. Auch das ganze Ungeziefer killen, die Ratten und Käfer. Mm. Also ich hatte es vorhin einmal versucht, bei einer Ratte, es ging nicht. Aber die war auch relativ schnell wieder im Boden versunken quasi. Je näher wir Sparta kommen, desto mehr Erinnerungen kommen. Egal wie weit ich auch lief, ich entkam ihnen nie. Ich weiß, auf Naxos gelang es mir. Es war, als hätte ich Sparta in eine Kiste gesperrt und auf dem Grund des Meeres versenkt. Waren die Erinnerungen an uns auch da drin? Ich wünschte es mir. Aber um so eine Kiste zu bauen, läuft es das Holz des ganzen Landes. Das ist absolut in Ordnung, Strauch. Alles gut. Und Bob Kirby, nicht alle hatten frei. Das kommt aufs Bundesland an. Einige Bundesländer haben morgen frei und andere haben gar nicht frei. Ach, wie herrlich. Ach, wie schön. Hier hast du von mir gelernt, einen Speer zu halten. Mit Zögern bringst du dich nur schneller ins Grab. Du erinnerst dich. Wie glaubst du, habe ich überlebt?
Wir mussten dir den Speer in der Nacht aus den Armen reißen. Du wolltest mit ihm die Monster in deinen Träumen bekämpfen. Man tritt nicht unbewaffnet gegen Kerberos an. Sie reißen die Kinder in Stücke. Wir müssen helfen. Kassandra, warte. Du darfst nicht eingreifen. Das ist Spartas Übungsgelände. Meinen Sie, Mr. Panthos? Lohnt sich das Spiel zu holen? Hab den Vorgänger gesucht. Bin leider unschlüssig mit dem neuen. Wenn du Origins gesuchtet hast, wirst du das auch mögen. Odyssey spielt sich eigentlich, fühlt sich so an wie Origins. Natürlich halt anderes Setting, ne? Aber es fühlt sich an wie Origins. Vom Skillsystem her noch einen ganzen Tick verbessert. Und der Schiffskampf ist halt noch mal drin. Und der geht aber, der ist nicht so... Also ich mochte den in Black Flag zum Beispiel nicht. Hier ist der aber ganz angenehm. Wie lange habt ihr heute Morgen noch gemacht? 2:30, Strauchi. Du musstest auch arbeiten. In Black Flag war das, naja. Ja, da fand ich das auch nicht so toll. Das ist hier aber besser gelöst. Yippie! Finde ich. Terror City, danke für den Follow. Und Yippie! Karasu Games. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub und herzlich willkommen bei der Flauschraube. Du darfst es dir in deiner eigenen, privaten, kleinen, süßen Gummizelle im Kokon gemütlich machen. Danke für die Unterstützung. Solltest du die Gemeinschaftsräume aufsuchen, empfehle ich dir, ein nasses Handtuch zur Verteidigung dabei zu haben, was es braucht. Dankeschön. Kurz nachdem ich gegangen bin. Ja, ich habe da nicht mehr lange gemacht. Strauch, ich war auch platt. Tja, das gefällt mir hier irgendwie gerade nicht. Das gefällt mir hier gerade nicht. Vor allem, wie komisch sie guckt. Die Agoge macht aus kleinen Jungs Männer. Dein Eingreifen würde sie nur schwächen und Sparta auch. Es nützt Sparta nichts, wenn wir sie sterben lassen. Es nützt auch nichts, wenn sie zu schwach sind, um einen Wolf zu töten. Komm, gehen wir heim. Martha? Ich bin hier. Mir ist kalt. Der Fluss, der dich trägt, wird sehr warm sein. Tut mir leid, dass ich geschrien habe. Ich war wütend. Es lag nicht an dir. Du musst dich nicht entschuldigen. Er starb ehrenvoll. Sein Tod war völlig unnötig. Was hast du hier zu suchen? Ich kam zufällig vorbei, als ich den Angriff der Wölfe sah. Doch sie sind angehende Spartiaten. Also griff ich nicht ein. Sie lügt. Sie hat die Wölfe erlegt. Sie wollte den Ruhm für sich. Du hast spartanisches Gesetz gebrochen und gelogen. Selbst dieser tote Junge hat mehr Ehre als du. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Da bin ich doch. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ich konnte nicht einfach tatenlos zusehen. Die Agoge macht aus Jungs Männer und aus Soldaten Spartiaten.
Durch dein Eingreifen hast du sie nur geschwächt. Was nützen sie Sparta, wenn sie tot sind? Kassandra, bitte. Das ist nicht Kephallenia, Naxos oder ein anderer Ort. Es ist Sparta. Und wer spartanische Gesetze bricht, der stirbt. Glaub mir, Martha. Ich weiß genau, was passiert, wenn man spartanische Gesetze bricht. Komm, gehen wir heim. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an, werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartiaten beherrschen Lakonien, doch die meisten Einwohner sind Heloten. Versklavte Bauern, die die schwere Arbeit verrichten. Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie und Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern und jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptier den Frieden wieder her. Ich verstehe. Die meisten bringen große Opfer für Behaglichkeit. Die meisten. Nicht alle. Weil ja auch keine Veränderung so total toll ist. Ja? Da gibt es auch keinen Fortschritt. Das nennt sich Stillstand. Das ist Sparta. Na los. Ich hätte nie gedacht, dass ich je nach Sparta zurückkehre. Es wirkt so friedlich, obwohl sonst überall der Krieg tobt. Los. Und weiter. Mutti reitet erstmal alles um, natürlich. Ich fange mich hier an, entsprechend den Abstand zu den ganzen Zivilisten zu halten. Und sie gnadenlos. Komm schon. Kirby, das sehe ich anders. Du, Loot! Murphy, danke für den Follow. Das war der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaus war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, sie wird Sparta Ehre machen. Keiner, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht, aber da ist ein Kappa hinten dran. Meld weg, Salüchen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse, ohne seine Lektion wäre ich nicht die, die ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch. Weißt du noch, wie du deinen Bruder das erste Mal hieltst? Ich hatte Angst, ihn zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hieltst ihn so fest, dass ich dachte, du würdest ihn erdrücken. Er wurde stärker, als wir dachten. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Ja, das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Todgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte. Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaus' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht?
So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind es nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Raus damit. Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Okay. Baby Marvin. Ja, ich bin noch da. Verschwinden, einfordern, beide bei mir tot. Warum bei Hades sollten Spartiaten Heloten helfen? Es gibt weit mehr Heloten als spartanische Bürger. Doch sie sind ohne Anführer. Es sind Erntehelfer, Diener und Lehrlinge. Wenn sie jemand vereinen, bewaffnen und ausbilden würde, wären sie eine echte Gefahr für Sparta. Aber du sagtest, es waren Spartiaten, die sie bewaffnet haben. Noch ein Grund mehr und schnell darum zu kümmern. Finde heraus, wofür die Heloten bewaffnet werden. Dann hast du die Aufmerksamkeit des Königs. Wo finde ich diese Spartiaten? Sie wurden zuletzt im Marmorsteinbruch von Gorani in den Wäldern am Eurotas gesehen. Also suche ich diese Soldaten. Und was dann? Spartiaten sind ihrem Befehlshaber treu ergeben. Schalte ihn aus, dann zerstreut sich der Rest. Und die Waffen? Vernichte sie. Die Heloten haben genug Unheil mit Schaufeln und Sicheln angerichtet. Das Letzte, was Sparta braucht, ist, dass sie Schwerter tragen. Könnte man die Waffen nicht einfach zurückbringen? Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Das klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Und wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen. Und hier zog Leonidas mich groß. Yippie! Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Ich versuch's. Yippie! Madvex, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Mach es in deiner eigenen kleinen, süßen, leeren, dunklen, kargen Gummizelle im Kokon, soweit möglich gemütlich. Besuch vielleicht die Gemeinschaftsräume dort. Das ist am Anfang mit Sicherheit deutlich schöner. Bewaffne dich aber bitte unbedingt mit einem nassen Handtuch. Dankeschön, Madvex. Ich hab zu danken. Danke. Bye-bye, Stenzer. Einen schönen Abend noch. Raubholt ihre pragmatischen Lösungen. Naja, ich weiß nicht, aber irgendwie. Zu was? Hinterm Haus. Wie? Was? Hä? Moment. Ich soll doch hier irgendwo Respekt zollen. Die Einschüchterer einschüchtern. Das ist ja aber wo ganz anders. Ich dachte, wir... Na, von mir aus. Hui! Soll er höchsten Respekt? Großvater war ein wahrer Held. Vielleicht errichtet man mir irgendwann auch eine Statue. Hi, Enigma. Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Also haben wir königliches Blut in uns. Du bist so viel mehr als eine Söldnerin. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen? Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Katzi.
Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst, und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Unglaublich! Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an, Mutter und Tochter, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, Göttinnen unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Kassandra, mein König? Wer tut das nicht? Das Mädchen, das starb, um ihren Bruder zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Der spricht über das Gesetz aber auch ganz schön herablassend, oder? So als König? Sparta von den Persern gerettet, wenn es ihm dabei gefallen hat. Also was sagt er? Ich habe jetzt kein Urteil genau gesehen, wie das war. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt Kaiseratura nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt. Euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos, könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen, er würde es tun. Ich musste mich mein ganzes Leben lang vorsehen. Wenn Sparta wieder meine Heimat werden soll, dann soll es ein friedliches Sparta sein. Frieden? Um welchen Preis? Wenn Spartaner nicht töten, dann üben sie das Töten. Und wenn sie nicht gerade Krieg gegen Athen führen, dann führen sie Krieg gegen ihr eigenes Volk. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nach dem, was meinem Vater in Megaris zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos. Wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen? Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer. Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher,
Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Ah, Rio, das verstehe ich, ja. Die legendäre Milchhol-Quest. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist in Odyssey tatsächlich oft so. Das war aber auch vorher in den Spielen schon so. Du kannst aber auch immer mal dir selbst als Aufgabe geben, einfach den Versuch zu unternehmen, mal niemanden zu töten, während du einer Quest nachgehst. Zumindest, wenn die Quest dann nicht sagt, töte den und den. Habe ich schon ein, zwei Mal versucht. Ist tatsächlich ziemlich schwer. Irgendwo aus einer Festung irgendwelche Gegenstände rausholen soll. Und das dann hinzukriegen, ohne irgendjemanden zu töten, ist schwierig. Und wo finde ich die Angehörigen der Kryptea? Einen findest du in der Festung auf der Landspitze von Zarax. Ein anderer bewacht das Haus eines Anführers. Der dritte ist schwerer zu finden. Er wurde in einem der Dörfer westlich der Helos-Hügel gesehen. Er ist definitiv der lauteste der drei. Meine Mutter sprach von der Kryptia. Was könnt ihr mir über sie sagen? Sie sind die Verborgenen. Handverlesen in jungen Jahren. Sie werden isoliert und ausgehungert, müssen stehlen und töten, um zu überleben. Wenn sie die Ausbildung überstehen, werden sie die Leibwache des Königs. Und warum soll ich sie töten? Früher sorgte die Kryptia für Frieden zwischen Heloten und Spartanern. Aufwiegler und Unruhestifter unter den Heloten wurden ruhig gestellt. Doch zuletzt hat die Kryptia Männer, Frauen und Kinder ohne Grund und ohne Gnade ermordet. Kinder wurden den Müttern entrissen und an die Wölfe verfüttert. Die Kryptia ist eine Brutstätte für grausame Wilde geworden. Vielleicht sie mal schauen. Ja, bestimmt. Klar. Gibt es etwas, das ich über König Archidamos wissen sollte? Traditionell, brutal, langweilig. Archidamos sind alte Werte wichtiger als das Wohlergehen seines Volkes. Er stand auf Seiten der Ältesten an jenem Tag im Taygetos-Gebirge. Alright. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Werde ich mal versuchen, nichts zu verpassen. Das ist gar nicht so leicht, ich weiß. Ich weiß. Siehst du wohl immer moin? So, aber, wisst ihr was? Ich weiß, es ist nicht so spät. Wenn Archidamos an alte Werte glaubt, wird es dann nicht zu Konflikten mit Pausanias führen, wenn ich seine Kryptia töte? Manchmal vermisse ich Kefalenia. Da war das Leben einfach. Auch wenn Markus ein Vollidiot ist. Ich hatte ja gesagt, ich mache heute nicht bis 21 Uhr. Einfach damit ich mich noch ein bisschen erholen kann, bevor morgen es dann wieder um 5 losgeht. Und vor allem wird es ja morgen dann in der Nacht lang gehen. Also verhältnismäßig lang, muss man mal gucken. Och du! Aber es sind ja auch schon 5 Stunden heute. Das ist nicht so ultra lang, aber ja. Oh, das ist doch cool. Dann schicke ich euch zu den Bibern rüber. Die spielen Call of Cthulhu. Also, Kubi spielt das. Ich glaube, das ist doch ganz cool zum heutigen Tag. Das ist vor allem auch nicht so Horror-Horror, sondern, ne? Ich glaube, gar nicht mal so schlecht. Das Frevel ist an der Statue rumzuklettern. Ich habe mich gerade tatsächlich nicht getraut, also. Man weiß es ja nicht. Und das am Feiertag. Ja, genau, ich möchte am Feiertag noch ein bisschen entspannen, Rock. Genau, das ist es. Also ich musste noch so ein paar Sachen erledigen und dann würde ich gerne noch ein bisschen entspannen. Und deswegen mache ich schon Feierabend. Wir haben gestern ungefähr 50% gespielt. Ah. So, meine Lieben. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich konnte euch ganz gut unterhalten heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen sehen.
Wir werden vermutlich nicht großartig vor 19 Uhr anfangen. Ne? 19 Uhr sind die Beta-Server wieder offen, außer da ändert sich noch was dran. Genießt den heutigen Mittwoch noch, kommt gut in den Donnerstag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Dankeschön. Bis dann.